So, ich möchte noch mal ganz kurz zurückkommen zu dem, was wir beim letzten Mal besprochen haben. Ein kleiner Übergang von der GDE 2, ein thematischer Übergang von der GDE 2 jetzt in die effizienten Graphenalgorithmen. Diese Priority Queue, von der Sie eine Implementation schon gesehen haben in der GDE 2, nämlich diese hier als Heaps, die meisten jedenfalls von Ihnen haben das gesehen. Wir haben beim letzten Mal dann schon besprochen, wie das im Prinzip aufgebaut ist, will ich nicht nochmal wiederholen. Was wir beim letzten Mal nicht besprochen hatten, ist dieses Array hier unten, das auch bei der Implementation, der Dial-Implementation, die wir beim letzten Mal eingeführt haben, auch da wieder eine Rolle spielt. Dieses zusätzliche Array hier, dieses zusätzliche Element hier, wird gebraucht für eine einzige Zugriffsmethode, die in Algorithmen wie beispielsweise Dijkstra für kürzeste Wege oder Prim für minimal spannende Bäume wesentlich ist, nämlich Sie greifen auf einen Schlüsselwert zu, hier zum Beispiel die 11, und vermindern den. Ja, in der Operation bei Dijkstra heißt es, Sie haben schon ein Label für einen Knoten und wenn Sie jetzt eine andere reinzeigende Kante haben, über die Sie das Label, das Distanzlabel dieses Knotens vermindern können, dann vermindern Sie das Distanzlabel entsprechend. Das muss aber in der Priority Queue natürlich abgedatet werden, weil das Label nun mal dann sonst nicht mehr aktuell wäre. Jetzt ist aber die Frage, wenn Sie jetzt hier auf irgendeinen Knoten kommen wollen, um das Distanzlabel zu vermindern, es geht immer nur um Verminderung zum Glück, wie kommen Sie denn an diesen Knoten ran, beziehungsweise hier in der eigentlichen Implementation als Array, wie kommen Sie als diese Array, an diese Array-Komponente ran? Sie haben einen Knoten in der Hand, ja, in Ihrer Graphendatenstruktur, über Graphendatenstrukturen werden wir noch mal kurz hier sprechen, aber Sie haben, aber wie kommen Sie von diesem Knoten, den Sie in der Hand haben, in der Graphendatenstruktur, auf diese spezifische Stelle hier in der abstrakten Sichtweise, beziehungsweise die spezifische Komponente hier in der eigentlichen Implementation als Array? Und dafür brauchen Sie noch eine weitere Indirektion. Also es gibt so einen Spruch, vielleicht ist er Ihnen schon begegnet in Informatik, dass man so ziemlich jedes Problem in Informatik durch eine zusätzliche Ebene der Indirektion lösen kann. Stimmt natürlich nicht. Aber ein bisschen was ist vielleicht dran. Sie haben hier eine Menge in diesem Array, eine Menge von verschiedenen, die einzelnen Positionen hier gespeichert. An Ihrem Knoten dran ist als Information der Index in diesem Array, an dem die entsprechende Position, der entsprechende Array-Index hier das entsprechende Element hier zu finden ist. Ja, das heißt also, wenn Sie auf einen Knoten stoßen und Sie wollen dessen Distanzlabel in dieser Datenstruktur entweder herauslesen, wenn es nicht redundant noch außerhalb dieser Datenstruktur im Knoten eh schon gespeichert ist, oder zumindest in dieser Datenstruktur updaten, dann ist an diesem Knoten einer dieser Array-Indizes dran. Und dieser Array-Index wird evaluiert, zum Beispiel der hier, und da drin steht, an welcher Array-Position eigentlich die tatsächliche, das tatsächliche Element ist, wo dieser Schlüsselwert drin gespeichert ist. Und damit kommen Sie sofort auf diese Position. Sie müssen natürlich dann, wenn Sie hier Operationen im Baum machen, an der abstrakten Sicht, ja, dass Sie Schlüsselwerte austauschen, dann müssen Sie natürlich an dieser Stelle hier unten auch die entsprechenden Positionen jeweils updaten, damit man von außen nur durch die Position in diesem Array immer auf die aktuelle Position des Schlüsselwerts hier in dem eigentlichen Array zugreifen kann. Das hatte ich ursprünglich in der GDE 2 als elementaren Bestandteil von Heap as Array, von dieser Datenstruktur hier eingeführt. Aber ich habe jetzt gesehen, als ich das vorbereitet hatte, was wir hier beim letzten Mal gesehen haben, die Dial-Implementation, dass das auch dort wieder genauso wichtig ist und habe das deshalb im Wiki auch herausfaktorisiert in eine eigene Datenstruktur, die bestimmte Methoden hat.
Und also ich rede immer im objektorientierten Slang dann bei Datenstrukturen von Methoden, das ist Ihnen ja vertraut. Was brauchen wir als Methoden? Wir müssen uns zunächst mal klar machen, dass diese Menge hier, die Indexmenge, nicht permanent die gleiche bleibt. Manchmal kommt ein neuer Knoten in die Betrachtung hinzu, wird in die Queue eingefügt, dann brauchen wir hier plötzlich einen neuen Index. Oder ein Knoten wird aus der Queue rausgeschmissen, dann brauchen wir diesen Index nicht mehr. Und um das zu verwalten, brauchen wir da eine Verwaltung, mit der wir uns merken können, welche dieser Indizes tatsächlich gerade in diesem Moment benutzt werden und welche nicht. Das, was ich hier jetzt bespreche, ist sicherlich ein Konzept von allgemeinem Wert, was man immer vielleicht im Hinterkopf behalten könnte, selbst wenn man nie wieder in seinem Leben mit anspruchsvollen Algorithmen zu tun hat. Organisation solcher Interaktionen. Wie machen wir das? Sehr, sehr einfach. Wir merken uns in einer zusätzlichen Listenstruktur oder sonstigen Struktur, die eine Menge realisiert, eine mathematische Menge, merken wir uns einfach alle Indizes, die momentan nicht benutzt werden, wo momentan kein Wert steht, der korrespondiert mit einem Index hier in dem eigentlichen Array. Wenn Sie Fragen haben, dann zögern Sie auf keinen Fall, Fragen zu stellen. Je mehr Verständnisfragen auf der Tonspur beantwortet werden, umso besser. Gut. Wir speichern zum Beispiel in einer linearen Liste alle Indizes in diesem unteren Array, die momentan nicht benutzt werden. Das sind am Anfang, wenn wir es einrichten, das Array, sind das alle. Das heißt, der Konstruktor wird alle Indizes dieses untersten Arrays in diese Liste hineinpacken. Und wenn wir jetzt einen neuen Index brauchen, weil wir einen neuen Knoten mit einem neuen Schlüsselwert einfügen, dann nehmen wir einfach aus dieser Liste beispielsweise das erste Element her. Das haben Sie mindestens in der GDE2, wahrscheinlich auch woanders gesehen. Das erste Element aus einer Liste darauf zuzugreifen, das auszulesen, und dieses erste Element aus der Liste zu extrahieren, kostet konstante Laufzeit. Das heißt also, erhöht nicht die asymptotische Komplexität des Gesamtalgorithmus. Und wenn Sie von einem Knoten diesen Index nicht mehr brauchen, dann geben Sie diesen Index einfach wieder zurück, indem Sie ihn vorne an die Liste wieder anhängen, vorne, sodass auch diese Operation, das Einhängen des nicht mehr gebrauchten Index in die Liste wieder konstanten Aufwand kostet. Ist das soweit klar geworden, die Logik, oder gibt es da konkrete Fragen? Ja? Diese wieder vorne dran. Vorne dran hängen, damit es nur konstanten Aufwand kostet. Gut, wenn Sie eine etwas reichhaltigere Listenstruktur haben, bei der Sie auch einen Pointer auf das letzte Element haben, dann können Sie natürlich genauso gut auch hinten anhängen, aber für diesen Zweck brauchen Sie diese zusätzliche reichere Struktur nicht. Gut, das schauen wir uns dann mal im an. Da. So. Ich bin in der Benennung dieser Datenstruktur, die hat noch keinen Namen in der Literatur, soweit ich weiß. Da war ich etwas sehr, naja, einfallslos. Keinen coolen Namen, sondern einfach nur das, was es sagt. Was haben wir? Wir haben ein Array und eine Liste oder eine andere Repräsentation von mathematischer Menge in einer Datenstruktur eingekapselt. Die abstrakte Datenstruktur Indexhändler. Gucke ich jetzt hier nicht rein. Ich habe das schon mal beim letzten Mal besprochen. Die Logik von Java bei Interfaces versus Klassen, die finden Sie auch im Wiki wieder, abstrakte Datenstrukturen versus Implementationen dieser Datenstrukturen. Ist jetzt aber nicht wichtig, in die abstrakte Datenstruktur reinzugehen. Was Implementationsinvariante, also wie das Ganze implementiert ist und welche Zusicherungen dafür gelten. Wir haben ein Array.
wo die Position gespeichert werden soll. Das ist von irgendeinem generischen Typ. Ja, das Genauere finden Sie zu diesem Typ V, zu diesem Value Type, zu diesem Werttyp, finden Sie bei Indexhändler. Das sind generische Typen in dem Sinne, wie Sie das aus Java oder anderen Programmiersprachen wie C++ oder funktionalen Programmiersprachen kennen, weil es kann ja alles Mögliche dazu gespeichert werden. Es muss ja nicht unbedingt das, was wir hier gespeichert haben, der Index eines anderen Arrays sein, sondern es könnte alles Mögliche andere sein. So, dieses Array, wir haben eine Teilmenge der Indexmenge, die irgendwie als Liste oder sonst wie gespeichert ist. Und für die, die nicht in unused sind, nicht in dieser Liste von unbenutzten Array-Indizes, ist der Wert, der dort an dieser Komponente gespeichert wird, einfach signifikant. Ja, das, was für einen benutzten Index, jeder benutzte Index hat einen signifikanten Wert, eine signifikante Information gespeichert. Das in unserem Beispiel Heap as Array eben der Index in dem Hauptarray war, aber ansonsten könnten es in anderen Anwendungen können es auch direkt die Knoten oder Kanten oder sonst etwas sein, was immer man jetzt so indirekt ansprechen will. So, Konstruktor ist ganz einfach. Wir wissen vorher, wie viele Elemente wir höchstens drin haben in den Anwendungen, von denen wir hier reden. Die Elemente, die beiden Datenstrukturen werden eingerichtet. Und wie ich sagte, alle Indizes sind am Anfang unbenutzt, also gehören die alle in die Unused-Liste hinein. Um einen Index rauszuholen, zu reservieren, wird einfach irgendein Element, das am einfachsten zu holende, bei einer linearen Liste eben das erste Element, genommen und der Wert, der bei Reserve Index zum Reservieren eines Index schon mitgegeben wird als Information, der wird hier an der Stelle gespeichert. Und das ist ganz wichtig, dieser Wert i, dieser neue Index, muss natürlich außerhalb verwaltet werden. Ja, das Beispiel, was ich eben sagte, wenn Sie das in der Algorithmus von Dijkstra laufen lassen, dann kommen Sie an einen Knoten ran und als Attribut dieses Knotens oder irgendwie sonst von diesem Knoten aus muss dieser Index in dieser Datenstruktur leicht mit konstantem Aufwand zugreifbar sein, damit man vom Knoten aus dann auf den in der Priority Queue gespeicherten Schlüsselwert so in konstanter Zeit hinkommen kann. Deshalb muss es natürlich zurückgeliefert werden. Release-Index, also ein Index wieder freigeben, der nicht mehr gebraucht wird, ist einfach diesen Index wieder in die Unused-Liste zu speichern. Der Wert, der in diesem Array A an dieser Stelle, an diesem Index steht, ist dann unwichtig. Get-Value, für einen Index dann den Wert wieder zurückzuliefern und Change-Value, diesen Wert für einen gegebenen Index mit einem neuen Wert zu überschreiben. Ja, also eine sehr einfache Datenstruktur, was Sie auch daran sehen, dass diese Wiki-Seite sehr, sehr kurz ist. So, damit bin ich mit der Beschreibung von Priority Queues für den Algorithmus von Dijkstra, den Algorithmus von Prim und viele, viele andere Algorithmen und viele, viele andere Anwendungen jenseits der Algorithmik soweit durch. Gibt es generell zu Priority Queues noch Fragen? Bitte? Zu denen jetzt die Keys ein müssen extern verwalten. Sie müssen die Keys noch extern verwalten, so wie Sie sie halt brauchen. Mein Beispiel war, wenn Sie auf einem Knoten sind, wenn Sie einen Knoten in der Hand haben aus einer Graphendatenstruktur und jetzt den Key zu diesem Knoten in der Priority Queue unmittelbar in konstanter Zeit ansprechen wollen, dann muss dieser Index so verwaltet werden, dass Sie von der Knotendatenstruktur auf diesen Index in konstanter Zeit kommen. Es bietet sich an, diesen Index zu einem Attribut des Knoten zu machen. Ist die Frage beantwortet? Okay. Weitere Fragen dazu? Gut, wenn das nicht ist, wir sind noch nicht fertig mit dem Thema GDI2 und speziell Dijkstra. Einer der Themen der effizienten Graphenalgorithmen sind auch so Sachen wie Beschleunigungstechniken. Und dafür ist der Algorithmus von Dijkstra ein sehr gutes Beispiel. Sie müssen für das Folgende jetzt auch nicht unbedingt die Details vom Algorithmus von Dijkstra im Kopf behalten
oder im Kopf haben von der GTI2 her. Alles, was zum Verständnis notwendig ist, werde ich hier sagen, beziehungsweise Sie können gegebenenfalls auch nachfragen, wenn Sie etwas nicht verstehen. So, der Algorithmus von Dijkstra, da überspringen wir das alles, was es dazu zu sagen gibt. Sie sehen, es gibt eine ganze Menge zu sagen. Und was auch in der neuen Version des Wikis neu ist, dass Sie auch Pseudocode finden, beziehungsweise auch selber eintragen können, ja, um sich den Bonus zu sichern. So. Was wir hier jetzt brauchen, ich muss das mal ein bisschen kürzer setzen, so. So, was hier interessanterweise ist, sind ein paar Beschleunigungstechniken. Vielleicht gehen wir noch mal ganz kurz zurück zu der Folie mit den Folien, die wir beim letzten Mal schon gesehen haben. Sie erinnern sich, wie der Algorithmus von Dijkstra generell funktioniert. Ein gerichteter Graph. Die grünen Knubbel sind die schon gesehen worden sind. Die roten Knubbel sind die bisher noch nicht gesehen worden sind, weil sie noch entweder noch gar nicht über andere grüne Knubbel erreichbar sind. Hier, der ist noch gar nicht erreichbar und die da hinten alle. Und der ist noch nicht gesehen worden, B, weil die Länge 20 hier sehr viel länger ist als alles, was wir bisher an Entfernung betrachtet haben. So. Eine erste kleine Beobachtung als Beschleunigungstechnik ist, wir haben diesen Algorithmus hier formuliert in einer Weise, dass sämtliche, ich stelle das mal in Vollbild da, so, dass sämtliche Knoten, die noch nicht prozessiert worden sind, hier in der Priority Queue drin sind. Am Anfang heißt es, alle Knoten außer dem Startknoten waren in der Priority Queue drin. Das ist zum Beispiel schon mal etwas, was gar nicht notwendig ist. Das habe ich deshalb hier im Wiki und in der GTI2 so eingeführt, weil es leichter zu verstehen ist und leichter zu beweisen ist. Aber die Knoten, die unendlich Distanz haben, die brauchen noch gar nicht in der Queue drin zu sein. Ja, eine erste einfache Beschleunigungstechnik gegenüber dem, was ich hier beim letzten Mal vorgetragen habe, beziehungsweise was Sie aus der GTI2 kennen, ist, dass wir eine Queue haben von variabler Größe, wo wir tatsächlich immer nur die Knoten drin haben, die einen endlichen Wert haben. Das ist so etwas, das kann man sich abstrakt gut vorstellen, das ist so etwas wie eine Frontlinie, so eine Wellenfront, die sich schrittweise ausbreitet. Sie haben auf der einen Seite die Knoten, die fertig sind, die in ihren tatsächlichen Distanzwert haben. Sie haben auf der anderen Seite Knoten, die noch nie gesehen worden sind, die also Distanzwert unendlich haben. Und zwischen den beiden, separierend, ist die Wellenfront von den Knoten, die gerade in der Queue drin sind und die einen endlichen Wert haben. So kann man sich da extra vorstellen. Sie können leicht sehen, es ergibt sich eigentlich sofort aus der Vorgehensweise des Algorithmus, dass es niemals eine Möglichkeit gibt, von einem Knoten, der schon endgültig fertig prozessiert war, der also hier schon gestrichen ist, zu einem Knoten, der noch nie gesehen worden ist, der Distanz unendlich hat, ohne einen Knoten zu durchlaufen, der gerade in der Queue drin ist. Also wir reden wirklich von einer Wellenfront, die das Innere, die schon fertiggestellten Knoten und das Äußere, die noch nie gesehenen Knoten, voneinander trennt. Und das machen wir uns zunutze als Beschleunigung, die keine bessere asymptotische Komplexität liefert, aber in der Praxis natürlich eine Beschleunigung darstellt, indem wir nur diese Knoten in die Queue überhaupt reinstecken. So, das ist die erste einfache Beschleunigungstechnik. Eine zweite einfache Beschleunigungstechnik ergibt sich auch einfach. Sie haben ja fast immer in realen Anwendungen von kürzesten Wegen nicht die Problemstellung, die Sie als Dijkstra-Problem kennen,
nehme ich von einem Knoten aus alle anderen Knoten, zu allen anderen Knoten die Distanz zu berechnen, sondern Sie wollen typischerweise von einem Knoten zu einem anderen Knoten, von einem festen Knoten zu einem anderen festen Knoten die Distanz berechnen. Und nicht immer, aber fast immer, denken Sie an Navigationssystem oder Ähnliches. Und da ist es natürlich auch eine erste einfache Beschleunigungstechnik. Wenn ein Knoten, wenn der Zielknoten, wo Sie eigentlich hinwollen, fertig prozessiert ist, dann wissen Sie ja aus dem Vorgehen des Algorithmus, dass dieser Knoten, dessen Distanzlabel wird sich nie wieder ändern, weil man mathematisch beweisen kann, dass das tatsächliche, die tatsächliche Distanz dieses Knotens vom Startknoten aus ist. Das heißt, in dem Moment aus können Sie den Algorithmus sofort stoppen. Ja, stellen Sie sich vor, ich glaube, wir hatten das Beispiel beim letzten Mal, Sie haben das gesamte Straßennetz von der eurasischen und afrikanischen Landmasse, das ja so mehr oder weniger zusammenhängt ist. Und wenn Sie in diesem Straßennetz als Datenmaterial einfach eine kürzeste, schnellste Verbindung von Darmstadt-Kannplatz nach Frankfurt-Main irgendwohin finden wollen, dann wäre es sehr ungeschickt, wenn diese Suche tatsächlich dem Dijkstra-Algorithmus folgt und bis Singapur und bis Kapstadt alles durchrechnet, sondern es wäre sinnvoll in dem Moment, wenn der Ort in der gesuchte Platz in Frankfurt fertig prozessiert ist, dann das Ganze zu beenden. Wenn Sie sich das mal geografisch vorstellen, die Vorstellung ist gar nicht mal falsch, dass dieser Inhalt der Queue eine Wellenfront ist, die sich so mehr oder weniger kreisrund, halbwegs kreisrund ausbreitet. Und wenn Sie in dem Moment, wenn Sie so eine kreisrunde Ausbreitung Frankfurt hinter sich gelassen hat, also die Stelle in Frankfurt, wo Sie hinwollen, wenn sie das hinter sich gelassen hat, dann ist da ein minimal kleiner Bruchteil von dem gesamten Straßennetz bisher betrachtet worden, in alle Richtungen. Gut, das waren so ein paar einfache Beschleunigungstechniken. Also Sie sehen, Dijkstra ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel für Beschleunigungstechniken. Eine dritte einfache Beschleunigungstechnik, die schon vielleicht ein bisschen komplizierter zu argumentieren ist, ist, Sie brauchen ja nicht unbedingt nur eine Suche vom Startknoten zu starten, wenn Sie von einem Start zu einem Ziel hinkommen. Die Idee ist einfach, von beiden gleichzeitig zu starten. Vom Startknoten vorwärts zu gehen, also Einbahnstraßen in der richtigen Richtung zu durchsuchen, und vom Zielknoten aus rückwärts zu gehen, also Einbahnstraßen falsch herum rückwärts zu suchen. Und wenn die beiden Suchen sich treffen, dann klingt es sicherlich zunächst einmal plausibel, dass da, wo sie sich getroffen haben, wenn wir den Pfad hernehmen, bis dahin, wo sie sich getroffen haben, von der ersten Einsuche und von dort, wo sie sich getroffen haben, bis dahin, bis zum Zielknoten, dass, wenn man die beiden Pfade konkordiniert, klingt erstmal plausibel, dass das ein kürzester Pfad ist. Nicht? Oder klingt das nicht plausibel? Also erst einmal plausibel nicht im Sinne von, das ist tatsächlich so, sondern es ist nicht von vornherein absurd. Stimmt auch allerdings nicht ganz. Das ist hier dieser Spiegelstrich 3, auf den ich hier gerade zu sprechen komme. Was hier, wir müssen das noch ein ganz klein bisschen verfeinern, nämlich entweder diese Konkatenation von zwei Pfaden, ich denke, ich sollte das gleich mal an der Tafel vorführen, entweder diese Konkatenation von zwei Pfaden ist der kürzeste Pfad oder eine Konkatenation von einem Pfad, von der Einsuche, Kante plus Pfad aus der anderen Suche ist ein kürzester Pfad. Also zunächst mal, warum macht man das? Das will ich Ihnen, das hat nun eine heuristische Argumentation, nämlich dass empirisch, praktisch die Anzahl der Knoten, die besucht werden müssen, Anzahl der Knoten und kann die besucht werden müssen, um zum Ergebnis zu kommen, von Startknoten zu Zielknoten, kürzester Verbindung, wesentlich geringer ist, typischerweise, als wenn Sie nur eine Suche starten. Das will ich Ihnen mit einem falschen, aber doch
denke ich, einsichtsreichen geometrischen Argument beweisen. Beweisen in Anführungszeichen. So, was Sie hier sehen, was ich gleich fotografieren werde, ist die Situation links, das ist der normale Dijkstra, von einem Knoten ausgehend die Suche bis zum anderen Knoten und rechts, das ist diese Variation, beide suchen. Von S aus, Startknoten aus vorwärts, so die ganz normale Suche und von T aus rückwärts, das ist hier ausgedrückt in der Fachterminologie, die Suche von T aus ist im transponierten Graphen. Transpose, also der Graph, bei dem alle Kanten umgedreht sind. Sodass Sie dann, wenn Sie jetzt in einem umgedrehten Graphen alle Kanten ganz normal vorwärts durchlaufen, haben Sie in Wirklichkeit die Kanten rückwärts durchlaufen. Und bei einer Rückwärtssuche ist das natürlich genau das Adäquate. So, Sie sehen jetzt hier vielleicht schon deutlich, wenn in Anwendungen, in denen diese Intuition stimmt, die ich Ihnen versucht habe zu vermitteln, dass die Wellenlinie, die Frontlinie, die Knoten, die in der Q drin sind, dass das sich sozusagen mehr oder weniger kreisförmig ausbreitet vom Startknoten der Suche aus, dann sehen Sie, links wird eine viel größere Fläche, also viel mehr Knoten durchlaufen, als die beiden Suchen rechts. Und das ist der empirische, der heuristische Grund dafür, warum die rechte Suche in vielen, vielen Anwendungen einen ordentlichen Tick schneller ist als die eigentliche Dijkstra-Suche. So, jetzt mache ich mal das Foto, bevor ich das vergesse. So. Ja. Gut. Also ich appelliere an Ihr Abstraktionsvermögen, dass Sie das Kreisrunde, was ich versucht habe anzudeuten, tatsächlich in meinem Gewurschtel da wiedererkennen. Bitte? Die Kreise, die beschließen jetzt ein, was ich schon gesehen habe und nicht, dass genau. Ich schon war, oder? Das ist dasselbe, oder? Nee, Entschuldigung. Was Sie schon gesehen haben, ist der Kreis inklusive Kreislinie und was Sie schon erledigt haben, ist das Innere des Kreises. Außerhalb des Kreises sind alle Knoten mit Label unendlich, weil Sie da noch nie waren. In dem Moment, wenn Sie einen Knoten zum ersten Mal in der Suche sehen, kriegt er ein endliches Label, endliche Distanz, nämlich über den Pfad, über den Sie den gesehen haben. Und die Knoten, die schon innen drin sind, sind die Knoten, die schon erledigt sind, deren Distanzlabel sich nie wieder ändert. Die Knoten auf der Kreislinie sind die in der Q, die haben schon einen endlichen Wert, aber noch nicht unbedingt, nur rein zufällig vielleicht, den endgültigen. Aber wir betrachten auch schon die in der Q und nicht nur die innen drin, oder? Ja, die sind alle schon mal angefasst worden, die in der Q. Also auch wenn Sie jetzt momentan keine intime Erinnerung an die Details des Algorithmus haben, hoffe ich, dass das, was ich hier Ihnen dargelegt habe, diese heuristischen Überlegungen, die tatsächlich zu empirischen Verbesserungen führen, dass ich Ihnen das, dass das halt herübergekommen ist. Eine weitere, ja? Wenn wir zwei Suchen starten, starten Sie zur selben Zeit? Okay. Hatte ich vielleicht nicht genau genug ausgedrückt. Sie haben eine Schleife, wo jede der beiden Suchen eine Iteration in einem Schleifendurchlauf durchführt. Also Sie können es auch so rum sagen. Ein Durchlauf der ersten Suche, ein Durchlauf der zweiten Suche, ein Durchlauf der ersten Suche, immer alternierend. So kann man es natürlich auch sehen. Bitte? Ist das denn wichtig? Es ist nicht zwangsläufig wichtig, dass das immer perfekt alternierend ist. Aber
je perfekter alternierend ist, umso besser greift natürlich dieses heuristische Argument. Je ungleich groß die Kreise sind, umso mehr Knoten haben Sie nach diesem heuristischen Argument gesehen, bis Sie im Extremfall bei der zweiten Suche gar keine Iteration durchführen und dann eben dieses linke Bild haben. Bitte? Eine Frage zum Sonderfall, und zwar, wenn jetzt mein Kreis, ich sage jetzt nur mal vier Schritte weit gegangen, das heißt, vier Schritte weit entfernt der Knoten, und bei jedem, ja, und dann würde ich theoretisch einen kürzesten Weg finden, aber ich jetzt eine Kante habe, also direkt dann von S zu T, mit sechs Schritten. Die hat ja weise, also weder S noch T gesehen, aber wäre die kürzeste, obwohl da ich muss ja sagen würde, es ist. Also die Anzahl Schritte ist ja nicht die Länge eines Pfades. Ich verstehe jetzt nicht ganz genau, wie Sie da mit vier Schritten und sechs Schritten argumentieren, weil die Kantenlänge macht das ja aus. Ja, also ich meine, mit Schritten Kantenlänge nicht gehen kann. Ja. Wenn ich jetzt von S höchstens vier Kantenlängen gehen kann und von T auch. Warum können Sie von S aus höchstens vier Kantenlängen gehen? Also das ist jetzt der Iterationsschritt, den ich jetzt nehme. Also wenn Sie ich glaube, Sie wollen auf den Fall hinaus, dass die Kantenlängen alle gleich 1 sind. Das heißt, die Länge eines Pfades ist die Anzahl der Kanten. So, jetzt, vielleicht jetzt nochmal das, was Sie sagen wollten. Genau, dann wenn ich jetzt 4 Schritte gegangen bin, also von jedem aus und direkt in der Mitte aufeinander. Ja. Und dann finde ich einen Knoten. Dann haben Sie einen Pfad gefunden mit insgesamt 8 Kanten. Genau. Wenn Sie von beiden Seiten aus in 4 Schritten zu einem Zusammentreffen gekommen sind. Ja? Und alle anderen Pfade sind länger, weil ihre Wellenfrosten enthält ja alle, etwas vereinfacht gesprochen, alle Knoten, die 4 Schritte weg sind vom Start bzw. rückwärts vom Zielknoten. Das heißt also, alle anderen Pfade. Hier sind. Da, wo der Pfad aus der Einsuche rausgeht, sind schon 4 Knoten, 4 Kanten drin. Da, wo der Pfad in die anderen Suchbereich reingeht, sind schon 4 Kanten drin. Und potenziell noch beliebig viele weitere. Ich meine jetzt hier Implementierungswege, wenn ich jetzt die Methoden hier angucke, dann sehe ich ja nur Kanten, die höchstens 4 Kanten länger entfernt sind vom Start. Aber ich sehe ja keine, die weiter weg sind. Sie sehen keine, die weiter weg sind. Ja und? Wo ist das Problem? Okay, was ist das Problem? Doch, wir sehen sie. Weil wir haben ja schon die Kanten, die haben wir uns ja schon angeguckt, die auch weiter rausgehen, jetzt sind wir noch nicht hingegangen. Ja, oder so, ja. Das heißt, in direkter Linie von S nach T würden wir direkt am Anfang sehen und bemerken. Ja, also wenn Sie tatsächlich eine Kante von S nach T haben, dann ist das bei Kantenlänge 1 natürlich ein Schritt und Sie sind fertig. Das ist ja, was Besseres gibt es ja nicht. Das wird ja eine sehr kurvige Straße sein. Ja gut, die geometrische Interpretation ist dann natürlich nicht mehr gegeben, das ist klar. Außer S und T sind sehr nah beieinander. Ich glaube, das sollten wir vielleicht dann nochmal im Nachgang vertiefen, vielleicht im Forum oder so. Das würde jetzt zu weit führen. Aber was wir jetzt noch nicht betrachtet haben, ist, warum das jetzt tatsächlich funktioniert. Das war jetzt erstmal die Intuition, warum man das macht. Warum es funktioniert, ist natürlich noch eine andere Frage. Oder beziehungsweise warum es nicht ganz so einfach funktioniert, dass wir nur diese beiden Pfade hätten. Also, so, wir haben jetzt diese beiden Pfade gefunden. Wir haben einen gemeinsamen Knoten gefunden und dort in dem Moment, wenn von beiden Suchen derselbe Knoten gefunden wird, wird die Suche abbrechen. Und das ist erstmal ein guter Kandidat für den kürzesten Pfad. Aber wir müssen noch auf etwas achten. Es gibt noch weitere Kandidaten für kürzeste Pfade. Die so aussehen. Ein Pfad im Suchbereich von S, ein Pfad im Suchbereich von T. Und dazwischen noch eine Kante. Warum ist das auch noch ein Kandidat? Der Punkt ist der,
Es kann, ich benenne mal die ganzen Pfade. Und das ist die Kante, die nenne ich A. A für Arc, im Englischen für Bogen. Das werden wir immer als Abkürzung nehmen. So, jetzt kann es sein, es kann die Situation sein, dass P2 kürzer ist als P1 insgesamt und dass P4 kürzer ist als P3, aber P2 plus der Kante A ist größer als der Weg, als P1 und umgekehrt A plus B4 ist es länger, ich schreibe es mal auf. Ich nehme jetzt so eine vereinfachte Notation, gemeint sind die Längen dabei. Es kann sein, dass die Länge von P2 kürzer ist als die Länge von P1. Und es kann sein, dass die Länge von P4 kleiner ist als die von P3. Aber wenn das Bild so aussieht, wie es hier aussieht, dann muss nach der Logik des Algorithmus P2 plus A größer gleich P1 sein. Sonst wäre A als erstes genommen worden, um dem Algorithmus voranzugehen und nicht hier oben dieser gemeinsame Knoten gefunden worden, sondern zuerst das Ziel von A von der Suche von S aus. Beziehungsweise also das Plus hier bedeutet natürlich Konkatenation, das kennen Sie ja von Strings. So, diese Situation kann auftreten, die ist in sich logisch schlüssig, die ist nicht in sich widersprüchlich. Und in dieser Situation wäre tatsächlich zuerst der hier P1 und P3 gefunden worden, wäre verantwortlich für den Abbruch der Suche. Aber es kann sein, es ist nicht logisch widersprüchlich, dass P2 plus A plus P4 insgesamt der kürzere der beiden Pfade sind. Also es kann sein, P2 plus A plus P4 ist kleiner als P1 plus P3. Also ich hoffe, Sie konnten dieser Notation folgen. Auf diesen Fall muss man noch Rücksicht nehmen. Man kann sich auch leicht überlegen, dass das der einzige Fall ist, auf den man Rücksicht nehmen muss. Und damit Sie jetzt nicht alle fleißig abschreiben müssen, werde ich auch das natürlich wieder fotografieren. Und wie schon gesagt, die Fotos werden mit den Videos dann auch veröffentlicht. Ja? Das sind aber mehrere Fälle und nicht einer, den wir beschreiben, oder? Es muss ja nicht P2 kleiner als P1 und P4 kleiner als P3 sein, oder? Ich beschreibe hier einen Fall, der in sich logisch, konsistent ist. Warum muss P3 denn länger sein als P4? Ach so, ja gut, Sie haben recht, P3 muss nicht unbedingt länger sein als P4. Moment, P3 muss ja auch nicht. P3 ist kleiner gleich. Also wenn man es genau nimmt, reicht hier auch ein kleiner gleich jeweils. Ist es das, worauf Sie hinaus wollten? Noch nicht so ganz. Noch nicht so ganz. Wenn einer der Pfade nur signifikant kleiner ist. Ja, genau. Es könnte sein, dass es noch andere Gründe gibt. Also ich habe jetzt einen Fall beschrieben, der beweist, dass man sich diese Pfade auch noch angucken muss. Okay. Gut, dass Sie nachgefragt haben, dass wir die Logik der Argumentation genau herausarbeiten. Ich will jetzt nicht von vornherein spontan ausschließen, dass es noch weitere Möglichkeiten gibt für Situationen, die nicht genau dieser Logik entsprechen, sondern sogar noch relaxiert sind. Beantwortet das die Frage? Bei Ihnen auch? Okay. Gut, damit haben wir diese Beschleunigungstechnik. Eine Beschleunigungstechnik, die auch außerhalb der Algorithmik durchaus von Wert ist,
ist für einen, das ist jetzt Nummer 4. Achso. Ist für den Fall, dass Sie so eine Art Serversituation haben. Sie haben eine Menge von Anfragen in einem zentralen Server. Das Netzwerk mit den Kantenlängen ist immer dasselbe, aber Start und Ziel sind jeweils unterschiedlich. Ja? Eine typische Situation, denken Sie an Reiseauskunft von der Bahn, von der Deutschen Bahn oder von lokalen Verkehrsverbünden. Natürlich steckt dahinter auch eine Dijkstra-Suche durch den Fahrplan dahinter. Und wir haben jetzt hier die interessante Situation. Wir haben eben gesagt, nehmen wir mal das Szenario her, wir haben einen zentralen Server, wie beispielsweise Google Maps Routenberechnung, ein zentraler Server, der viele Verbindungsanfragen in einem gegebenen festen Straßennetz mit gegebenen festen Kantenlängen beantwortet. Ja, was sich bei jeder Anfrage unterschiedlich ist, der Einfachheit halber, ist nur Start- und Zielknoten. So, jetzt haben wir ja gesagt, eben, wenn wir von Darmstadt-Kantplatz nach Frankfurt irgendwo hinfahren wollen, macht es natürlich überhaupt keinen Sinn, hier das gesamte Straßennetz zu durchlaufen, sondern der Algorithmus kann fertig sein in dem Moment, wenn dieser Ort in Frankfurt, wo wir hinwollen, beendet ist. Aber wir haben dabei noch was vergessen, nämlich die Initialisierung. Ja? Am Anfang eines Laufs eines solchen kürzesten Wege-Algorithmus wird jeder Knoten die Distanz erst einmal initialisiert. Für alle Knoten außer Startknoten und die unmittelbar vom Startknoten erreichbaren, für die paar wenigen, also für Zehntausende, Hunderttausende, Millionen Knoten, wird der Wert auf unendlich gesetzt. Das heißt also, wenn wir ganz normal eine Suche machen wollen, von Darmstadt nach Frankfurt, in dem Straßennetz von Europa, Asien, Afrika, dann haben wir zwar in der eigentlichen Suche nur ganz wenige Knoten und Kanten überhaupt betrachtet, dementsprechend schnell ist die eigentliche Suche, aber in der Initialisierung müssen wir das sämtliche Knoten des Straßennetzes von Kapstadt bis Singapur initialisieren. Das heißt, der Vorteil, den wir eigentlich haben, ist damit zunichte gemacht, weil die Initialisierung uns da immer diese Zeit kostet. Und das kann man mit einem ganz einfachen Trick, kann man die Initialisierung umgehen. Nämlich, Sie haben an jedem Knoten so etwas wie einen Zeitstempel. Keine echte Zeit, auch keine CPU-Zeit, sondern ein Stempel, der besagt, in der wievielten Suche dieser Knoten zum letzten Mal echt in der Suche gesehen worden ist. Ja? Sie haben schon eine Million Suchen hinter sich und wenn ein Knoten einen Stempel 700.000 hat, dann heißt es, der ist in der Iteration Suchanfrage Nummer 700.000 zum letzten Mal gesehen worden. Seitdem in allen weiteren Suchanfragen ist der nicht mehr gesehen worden. Und das können Sie einfach nutzen, indem Sie sagen, naja, wir initialisieren gar nicht die Knoten. Am Anfang vielleicht schon mal, vor der allerersten Suche, aber ansonsten initialisieren wir die nicht, die Knotendistanzen. Sondern, wenn wir zu einem Knoten kommen und dieser Knoten hat einen Stempel, der kleiner ist als der Stempel der aktuellen Suche. Das Beispiel von eben, wir sind bei der millionsten Suche, bei der millionsten Suchanfrage und der Stempel dieses Knoten ist 700.000. Dann wissen wir, dann brauchen wir ja gar nicht in sein Distanzlabel zu schauen, dann wissen wir, sein Distanzlabel ist unendlich. Und deshalb brauchen wir auch, weil wir das wissen, brauchen wir auch diesen Distanzlabel nicht in der Initialisierung der millionsten Suchanfrage auf unendlich zu setzen. Und in dem Moment, wenn wir einen Knoten tatsächlich in der Suche sehen, setzen wir seinen Stempel entsprechend hoch. Wenn wir einen Knoten in der millionsten Suchanfrage sehen, setzen wir seinen Stempel auf 1 Million.
Wenn wir ihn in derselben Suchanfrage nochmal sehen, über einen anderen Weg, wissen wir, der Stempel ist 1 Million. Das ist die Nummer der aktuellen Suchanfrage. Das heißt, das, was in Distanzwert drinsteht, ist echt. Wenn wir hingegen den nicht mehr erst in der 1 Million und ersten Suche wiedersehen und er hat den Stempel 1 Million, dann wissen wir, das, was da drinsteht in Distanz, als Distanzlabel dieses Knotens, ist nicht echt, brauchen wir gar nicht reinzuschauen. Dieser Knoten hat Distanzlabel unendlich. Ein einfacher Trick, mit dem man diese nicht nur hier für Dijkstra oder überhaupt für Algorithmik, sondern auch für vielfältige Situationen, mit dem man Initialisierungen umgehen kann. Ist doch ganz hilfreich, oder? So dass Sie dann tatsächlich bei einer Suchanfrage von Darmstadt nach Frankfurt nur die Suche rund um Darmstadt, tatsächlich nur den Aufwand haben, den es kostet, die Gegend rund um Darmstadt bis hin nach Frankfurt zu durchsuchen. Bitte? Könnte man sich nicht auch einfach eine Liste halten, in der man Knoten hat, die man in dieser Suchanfrage schon besucht hat? Sie können sich auch eine Liste halten, in der man die Knoten hält, die man schon besucht hat, aber dann müssen Sie halt immer nachgucken in dieser Liste und das kostet nicht konstanten Aufwand. Genau, aber wenn man das Problem dann anders betrachtet, wenn man zum Beispiel jetzt das Problem von Google nimmt, dann kann es ja sein, dass zu einem Knoten zu einem Zeitpunkt vielleicht 20 gleichzeitige Anfragen laufen. Das heißt, er müsste der Knoten 20, ja auch 20 gleichzeitige Anfragen werden, soweit ich weiß, immer wirklich separat voneinander. Also Anfragen, die gleichzeitig sind, werden separat voneinander in verschiedenen Threads oder auf verschiedenen, verschiedenen Servern abgearbeitet. Also ja auch die verschiedenen Instanzen. Ja. Also jeder hat dann jeder Thread hat dann seine also von den Daten, die immer wieder verwendet werden, hat er mit Sicherheit eine lokale Kopie von Daten, die fast nie verwendet werden, ja, irgendwo da draußen in Sibirien oder so, vermute ich mal. Da kann es durchaus sein, dass die vielleicht zentral gehalten werden und dann bei Bedarf abgefragt werden. Bitte? Ich verstehe den Timestamp oder Version Count nicht wirklich, weil das Einzige, was wir dann wirklich sehen, sind die direkt benachbarten Knotenpunkte und alle anderen sind sowieso kleiner. Der Timestamp von allen anderen muss ja sowieso kleiner sein als der momentanige. Ja. Der kann man dann sowieso auf unendlich setzen. Ja, wenn Sie die auf unendlich setzen, dann müssen Sie jeden Knoten einmal anfassen. Das heißt, Sie müssen in meinem Beispiel von Kapstadt bis Singapur alle Knoten einmal anfassen, was ein riesiger Aufwand wäre, wenn Ihre eigentliche Suche nur die Umgegend von Darmstadt durchsucht. Ja, das, was Sie gewonnen haben damit, dass Sie früh terminieren, so wie Sie den Start vom Startknoten aus den Zielknoten beendet haben, das haben Sie ja dadurch durch die Initialisierung wieder verloren. Diesen Aufwand, jeden einzelnen Knoten auf unendlich zu setzen, in einem riesigen Netzwerk, den spart man sich dadurch ein. Und das ist der Sinn des Counters. Ist es noch nicht klar? Wenn ich jetzt das Programm starte und ich lade mein Array mit den ganzen Zeugs drin, dann muss ich trotzdem jeden Knoten. Am Anfang, vor der ersten Suche, werden Sie zumindest, es würde sich anbieten, gar nicht die Distanzen zu initialisieren, sondern die Counter alle auf 0 zu setzen, sodass sie alle bei der ersten Suche nicht gesehen sind. Ja, einmal vor der ersten Suche müssen Sie da alle Knoten anfassen. Aber nicht bei jeder Suche. Und das macht bei 1 Million Suchen in einem Zeitraum natürlich einen Riesenunterschied. Sie müssen nur einmal, nicht vor jeder Suche initialisieren. Das ist der Unterschied. Also im Prinzip ein Rollback. Also am Ende der Suche setzt sich das unendlich. Nein, am Ende der Suche wird nichts auf unendlich gesetzt. Genau das wird eingespart. Weil das der größte Kostenfaktor ist in asymptotischer Komplexität und auch tatsächlich empirisch. Gut, machen wir mal weiter. Also wenn Sie der Meinung sind, dass Diskussionen teilweise vielleicht ins Forum oder so verlagert werden sollten, dann können Sie ja durchaus auch Feedback geben darüber, wie die Veranstaltung heute dann mit Diskussionen läuft. Dann können wir das gegebenenfalls anpassen. So, die letzte ist auch noch eine interessante Variante. Die habe ich in 2012 in der GDI2 kurz angesprochen, in 2013 dann
nicht mehr, will ich hier deshalb also nachtragen. Also in zukünftigen GDE2s wird das nicht mehr vorkommen, aus Zeitgründen. Das lässt sich auch sehr interessant anschaulich machen. So, nochmal das Bild. Wir das Bild von der kreisrunden Wellenfront. Die irgendwann t erreicht und überstreicht, und wenn t überstrichen wird, können wir den, so wie t überstrichen worden ist, Vergangenheit, so wie t im Inneren der Wellenfront ist, können wir die Suche beenden. Die Idee hier ist, dass die Kantenlängen so modifiziert werden, dass diese Suche nicht mehr kreisrund ist, sondern elliptisch sich stärker in Richtung t hinbewegt. So will ich das andeuten. Die Kantenlänge so verändern, dass Kanten, die in Richtung t zeigen, wir sind jetzt hier in der Ebene, also in geografischen Anwendungsfällen. Muss nicht unbedingt sein, es gibt auch Anwendungsfälle, bei denen keine Ebene Geografie dahinter ist, sondern die abstrakter sind, aber in der Ebene ist das leichter zu verstehen. Die Kanten, die in Richtung t zeigen ungefähr, zu verkürzen, die Kantenlängen, die eher tendenziell weg von t zeigen, zu verlängern, sodass die Suche immer weiter in Richtung t hingezogen wird. Das ist die Idee, und Sie sehen aus diesem Bild sofort, was der empirische Vorteil wieder ist, nämlich wieder, Sie sind schneller mit einer geringeren Anzahl von Knoten und Kanten bei t angelangt. Muss ich auch wieder fotografieren? So, also ich hoffe, dass meine Zeichnungen verständlich sind. Sie können sich übrigens gerne aufgerufen fühlen zur Erlangung des Bonusfotos dieser Art in vernünftige Zeichnungen umzusetzen. Das ist sicherlich eine gute Möglichkeit, um an Ihrem Bonus zu arbeiten. So, wie kriegt man das hin? Das ist keinerlei Zauberwerk, sondern eine ganz einfache Idee. So, wir betrachten mal T und drei Kanten, nehme ich willkürlich aus dem Graphen heraus. Ja, den ganzen Graphen vergessen wir, drei Kanten. Wir betrachten hier, weil es um Intuition geht, erst einmal nur den Fall, dass das wirklich Kantenstraßen beispielsweise in der Ebene sind. Gerade Straßen, euklidische Distanz. Nicht unbedingt, aber zum einfachen Verständnis erst einmal. Also drei verschiedene Fälle. Eine Kante, die in Richtung t tendenziell zeigt, natürlich nicht genau, aber so ungefähr. Eine Kante, die weg zeigt von t, und eine Kante, die in dem Sinne neutral ist. Und was wir machen ist jetzt, ich gebe dem jetzt allen noch ein bisschen ein paar Namen. So, was wir machen ist, dass zunächst einmal jeder Knoten einen Wert hat,
und dass wir die Kantenlängen durch diese Werte modifizieren. Diese Werte werden in der Literatur und so auch bei mir mit H abgekürzt. Ich nehme mal den Platz hier dafür. Auf der rechten Seite habe ich jetzt T nach drüben verschoben. Und die neue Kantenlänge eines Knotens, einer Kante, Entschuldigung, ist jetzt muss ich gerade nachdenken, dass ich es nicht falsch rumschreibe. In dem Fall muss das kleiner werden, wenn das näher dran ist. Ein bisschen näher ran. Immer nach demselben Schema. So, wir addieren den H-Wert des Zielknotens der Kante zur Länge dazu und wir ziehen den H-Wert des Startknotens der Kante davon wieder ab. So, was, bitte? Wir kommen noch dazu, was für H-Werte da passend wären. Jetzt nehmen Sie, in der Ebene können wir die H-Werte ganz einfach wählen. Nämlich die euklidische Distanz jedes Knotens, jeder Knoten ist ja ein Punkt in der Ebene, die euklidische Distanz jedes Knotens zu T. Was kommt raus, wenn wir die euklidische Distanz jedes Knotens zu T hier so als H-Wert jedes Knotens verwursteln? Nehmen wir erstmal die unterste Kante, die dritte Kante. Die Distanz von W3 ist dann kleiner als die Distanz von V3. Das heißt, von dieser Länge, um zu der neuen modifizierten Länge zu kommen, ziehen wir einen positiven Betrag ab. Diese Länge wird kürzer. Gucken wir uns die erste Kante an. Die Distanz von W1 zu T ist größer als die Distanz von V1 zu T. Das heißt also, hier addieren wir was drauf. Kanten, die hinzeigen zu T, ungefähr hinzeigen zu T, werden kürzer. Kanten, die wegzeigen von T, werden länger. Und je genauer sie wegzeigen, je besser der Winkel ist, umso größer wird die Ausdehnung, beziehungsweise umgekehrt bei den Kanten, die hin zu T zeigen, je spitzer der Winkel ist, umso größer wird die Verkürzung. Und bei der zweiten Kante, die ist neutral, da sind beide Distanzen gleich weit, so habe ich das gerade hier eingezeichnet. Da wird derselbe Wert addiert und subtrahiert, das heißt, deren Kantenlänge bleibt gleich. Das heißt, mit diesem einfachen Trick, in diesem konkreten Fall in der Ebene, haben wir schon unser Problem gelöst. Also haben wir dieses Bild erzeugt, dass aus dem Kreis eine Ellipse wird. Achso, wenn ich vorhin das gesagt habe mit dem Bonus, Bilder umsetzen, dann ist natürlich auch damit gemeint, die dann ins Wiki zu hängen. Nicht gut. Na, hier kann ich aber jetzt nicht gut fotografieren. So, gut, aber
funktioniert das überhaupt? Also wir haben jetzt plötzlich eine ganz andere Problemstellung. Bitte? Also Sie sagen, dass das nicht unbedingt, also dass wir das Problem damit verfälscht haben. Das sagen Sie damit. Sackgassen gibt zum Beispiel. Ja. Und nur einen richtigen oder einen Pfad von SRT gibt, der über Umwege läuft. Also wenn es viele Sackgassen gibt auf dem direkten Weg und nur einen Umweg hintenrum, na, die vielen Sackgassen sind dann schneller durchlaufen. Also es gibt... Wir reden hier von heuristischen Beschleunigungen. Darüber müssen wir uns klar sein. Ich denke, wir können Konsens darüber erzielen, bei all dem, was ich jetzt hier, auch bei dem Bi-Gerichteten von beiden Seiten, wir können immer Beispiele konstruieren, bei denen das potenziell schlechter von der Laufzeit her ist, als die reine Suche. Bitte? Genau, die neuen Längen müssen nicht unbedingt strikt positiv, aber nicht negativ auf jeden Fall sein. Darauf müssen wir aufpassen. So, nehmen wir das erstmal, genau, nehmen wir das doch erstmal her. Das hatte ich mir eigentlich als letzten Punkt aufgehoben, aber wenn Sie das schon ansprechen, fangen wir doch damit an. Sind diese Kantenlängen, diese modifizierten Kantenlängen nicht negativ? Da schauen wir uns mal an. Also das muss man natürlich für jeden Anwendungsfall jeweils für sich betrachten. Wir gucken jetzt tatsächlich den Fall an, dass die H-Werte die euklidischen Distanzen der Knoten bis T sind. Ja? Nicht. Okay, und die Längen sind tatsächlich mindestens die euklidischen Distanzen. Also einigen wir uns jetzt auf diesen Fall. Die L-Werte sind mindestens die euklidischen Distanzen und die H-Werte sind... genau die euklidischen Distanzen. Wir können auch der Einfachheit halber sagen, dass auch die Längen der Kanten auch genau die euklidischen Distanzen sind. Dann kommen wir da nicht durcheinander. So, da erinnern Sie sich vielleicht an etwas, was Sie aus dem Mathematikunterricht kennen, über Metriken allgemein. Speziell auch die euklidischen Distanzen sind ja eine Metrik, nämlich die Dreiecksungleichung. Nehmen wir uns die untere Kante her. Die Distanz zwischen T und V3 ist kleiner gleich der Länge von A3 plus der Distanz zwischen W3 und T. Und wenn Sie diese Dreiecksungleichung umstellen, haben Sie genau raus, dass die Länge größer gleich 0 ist. Das ist einfach nur die eine Seite auf die andere mit rüberbringen, dann wird die natürlich subtrahiert auf der anderen Seite und wo sie diesen Wert weggeholt haben, da bleibt ein größer gleich 0 übrig. Also die Dreiecksungleichung sagt, können Sie nehmen, also einer dieser Werte größer gleich 0, einer dieser Formeln größer gleich 0, Sie bringen den negativen Wert auf die andere Seite und haben sofort die Dreiecksungleichung. Das ist eine Äquivalenzumformung. Das heißt also umgekehrt gilt der Schluss auch, aus der Dreiecksungleichung folgt, dass diese Werte größer gleich 0 sind. Ist das die Frage damit beantwortet? Okay, aber für andere Anwendungsfälle, wo wir nicht genau die euklidischen Distanzen haben, sondern andere Distanzen, muss man natürlich dann entsprechend wieder neu gucken, ob das Argument greift oder nicht. Aber es ist ein wichtiger Punkt. Sie erinnern sich, Dijkstras Algorithmus funktioniert nur bei nicht negativen Kantenlängen. Andere Algorithmen funktionieren auch bei negativen Kantenlängen, Dijkstras Algorithmus nicht. So, jetzt ist die Frage, warum funktioniert das? Warum wird das Ergebnis nicht verfälscht? Der Punkt hier... Das können wir am besten sehen, wenn wir einfach uns zwei Pfade hernehmen von S nach T und deren Längen einmal vergleichen in Bezug auf die ursprünglichen Kantenlängen und auf der anderen Seite in Bezug auf diese neuen Kantenlängen.
Können Sie überhaupt noch was sehen oder sollen wir mal Licht anmachen? Also das Wetter wird jetzt immer schlechter, ist auch angesagt. Also der Wetterbericht hat nichts Falsches gesagt, zumindest nicht, was hier die Gegend angeht. Wollen Sie mal Licht anmachen vielleicht? So, zwei Pfade. Einer von den beiden kürzer als der andere. Nach den Kantenwerten. Wir wollen, was wir zu zeigen haben, ist, dass auch nach den modifizierten Kantenlängen derselbe Pfad der kürzere ist. Wenn wir das gezeigt haben, dann wissen wir, dass die Eingabe wird nicht verfälscht, in dem Sinne, dass tatsächlich ein kürzester Pfad für die ursprüngliche Eingabe herauskommt, wenn wir auf den modifizierten Kantenlängen einen kürzesten Pfad suchen. So, wie sehen jetzt die Pfadlängen aus? So, die ursprüngliche Pfadlänge des oberen Pfades lässt sich ganz einfach als Summe formulieren über die Länge der einzelnen Kanten. Nichts Besonderes. So, wie sieht jetzt die neue Pfadlänge aus? Da ist es wichtig zu sehen. Also machen wir erstmal den einfachen Ansatz. Plus. So, ich gebe den Knoten erstmal einen Namen. Nee, machen wir es anders. Machen wir es so. 1, 2 und hier T gleich K. So. Ich gebe den Knoten auf dem Pfad einen Namen. Beginnt mit V0 für S, nächster Knoten V1, V2 und so weiter. Und wenn wir K-Kanten haben, dann hat der letzte Knoten den Index K. So. Und das heißt, wie rum war das jetzt? So, prüfen Sie nochmal nach, ob ich da jetzt nichts Verkehrtes eingesetzt habe. Ist richtig, ne? Das ist genau das, was Sie da oben sehen. Also kann man das überhaupt lesen? Okay. So, ich glaube, das stimmt. So, was ist zu dieser Formel zu sagen? Bitte? Ist eine Teleskopsumme. Genau, was kommt raus? So, was rauskommt, sind die ursprünglichen Pfadlängen nach der ursprünglichen Kantenlängen plus dem Wert von t, der ist 0, aber lassen wir ihn einfach so stehen, minus dem Wert von as. Entscheidend ist, dass dieser Wert da hinten, h von t minus h von s, unabhängig von dem Pfad ist. Ja? Wenn wir für den anderen Pfad dasselbe machen, kommt genauso das raus. Modifizierte Pfadlänge gleich alte Pfadlänge plus ht minus hs. Das heißt, die Längen sämtlicher Pfade nach modifizierten Kantenlängen unterscheiden sich genau um diesen konstanten Summanden von der ursprünglichen Länge dieser Pfade. Das heißt, wenn der eine Pfad nach ursprünglichen Kantenlängen kürzer ist als der andere,
dann ist er auch nach dem modifizierten Pfadlängen kürzer als der andere. Und das wiederum heißt, der kürzeste Pfad nach dem modifizierten Pfadlängen ist der, oder ein kürzester Pfad nach dem modifizierten Pfadlängen ist auch ein kürzester Pfad nach den ursprünglichen Pfadlängen und umgekehrt. Wir haben also, was immer Sie da jetzt argumentieren mit Umwegen und so weiter, gegen dieses Argument kommen Sie nicht an. Wir haben damit gezeigt, dass die Suche nicht verfälscht wird. Dass wir, wenn wir nach den modifizierten Pfadlängen einen kürzesten Pfad suchen, ist das auch nach den ursprünglichen Pfadlängen ein kürzester Pfad. Jawohl. So, ich glaube fast, das wäre das Beste für die Zukunft, wenn ich weiter solche Fotos mache, dass mir hier ein kleiner Gang dann frei bleibt. Nicht jetzt, aber beim nächsten Mal, dass mir hier ein kleiner Gang frei bleibt, dass ich dann von ein bisschen weiter weg fotografieren kann. So, damit sind wir mit diesen ganzen Beschleunigungstechniken, die ich Ihnen noch vorführen wollte, durch. Aber gezeigt, dass wir den Pfad finden, haben wir jetzt nicht unbedingt, oder? Wir haben gezeigt, was haben wir genau gezeigt? Wir haben gezeigt, dass diese modifizierten Pfadlängen nicht negativ sind, sodass der Algorithmus von Dijkstra anwendbar ist. Und wir haben gezeigt, dass wenn wir jetzt mit den modifizierten Pfadlängen kürzesten Pfad suchen, dass wir dann einen kürzesten Pfad nach den ursprünglichen Pfadlängen finden. So. Und das ganze Ziel der Sache war, nach diesen modifizierten Pfadlängen einen kürzesten Weg zu suchen und nicht nach den ursprünglichen, weil wir die kreisrunde Ausdehnung so ein bisschen elliptisch nach T hin hinkriegen wollen. Und mit diesem Bild mit den drei Kanten haben wir gesehen, dass das zum Beispiel in diesem Szenario tatsächlich der Fall ist. Ja, das stimmt. Also ein Weg, der gefunden wird, der kann nicht kürzer sein als der wirklich kürzeste Weg. Nein, weil die kürzesten Wege einander dieselben sind. Genau. Aber deshalb kann der Weg nicht kürzer. Ja. Es kann doch sein, dass ich einen Weg finde, der länger ist als ein Weg, der noch kommt. Ich weiß nicht, was ist ein Weg, der noch kommt? Den ich jetzt nicht gefunden habe. Was wir hier haben, sind zwei verschiedene Eingaben, die äquivalent sind. Ja, wir haben noch gar nicht über Algorithmen geredet. Wenn wir Dijkstra einmal auf der einen Eingabe, auf der anderen Eingabe laufen lassen, dann kriegen wir zwar nicht exakt dieselben Distanzlabel raus, sondern die Distanzlabel unterscheiden sich alle um dieses HT-HS voneinander. In den beiden Eingaben, aber die kürzesten Pfade, die wir rausbekommen haben, sind dieselben. Okay. Gut, noch Fragen dazu? Die Arbeit ist nicht vom Himmel gefallen, das ist richtig. Irgendwelche schlauen Menschen haben sich das ausgedacht. Ja, ich meine jetzt aber, wenn ich jetzt den anwenden möchte, wie weit habe ich denn gehen, dass ich voraussetze? Wie weit sie gehen können? Ja, ganz einfach. Die Kantenlängen müssen nicht negativ sein. Ich meine, wenn ich jetzt und das war's. Eine weitere Optimierung durchführen würde, die dann mehr mit 6 mit 7 weitermachen, dann kann ich ja immer mehr aufsparen von der Ausführung des Algorithmus in die Vorbereitung. Naja, die Vorbereitung ist ja jetzt nicht so viel. Sie können das ja auch on the fly berechnen. Wenn wir jetzt diesen konkreten Fall haben hier, Sie müssen ja nicht für alle Knoten im Netzwerk diese euklidische Distanz zum Zielknoten vorab berechnen. Ja? Es reicht in dem Moment, wenn Sie den Knoten zum ersten Mal sehen, dass Sie dann die euklidische Distanz berechnen. Ja, wenn Sie den Knoten haben, haben Sie auch seine Koordinaten, wenn Sie das entsprechend implementiert haben. Ja, das heißt, Sie müssen nicht für alle Knoten von Kapstadt bis Singapur die Distanzen nach Frankfurt berechnen, nur um von Darmstadt nach Frankfurt etwas schneller, etwas ausgebeulter hinzukommen. Gut, dann würde ich mit diesem Thema endgültig abschließen, wenn es da keine weiteren Fragen dazu gibt. Und zum ersten Thema kommen,
was nicht unbedingt in der GDE 2 gemacht wird. Also bei Professor Buchmann im letzten Semester wurde es, soweit ich weiß, gemacht. Bei mir wird es nicht gemacht und es wird auch in Zukunft aus Zeitgründen nicht gemacht werden, weil wir in der GDE 2 dem SEM-Curriculum folgen. SEM ist die amerikanische, aber de facto internationale Informatikervereinigung, nicht nur akademische Informatiker, auch professionelle, ja, Akademiker sind auch professionell, also halt auch außerhalb des akademischen Bereichs. Und da müssen dann halt einige Dinge wegfallen, die vielleicht auch schön wären. Worum geht es hier? Es geht erstmal um eine ganz einfache Aufgabe. Wir haben einen Graphen. Und zwar einen gerichteten Graphen. Hier, ja? Achso, tschüss. Ja, die Tafel muss runter sein. Hier wäre natürlich ein Whiteboard nicht schlecht, dann bräuchte man die Tafel nicht immer runter machen. Vielleicht sollte man eine weiße Folie drüber kleben für die Vorlesung, dass das dann immer eine schöne Projektionsfläche ist. Also, was haben wir? Wir haben einen gerichteten Graphen, G, bestehend aus einer Knotenmenge, V wie Vertices, und einer Kantenmenge, A wie Arcs, Bögen. Also das, was wir jetzt die ganze Zeit immer betrachtet haben. Ja? Knotenpunkte und jeweils Verbindungen mit einer Orientierung, deshalb gerichtet. Und ein Startknoten, S aus der Knotenmenge. So wie wir das bei Dijkstra auch kennen, aber die Problemstellung ist jetzt nicht Dijkstra. Was wollen wir rauskriegen? Wir wollen herauskriegen, alle Knoten in Form einer Sequenz, also einer geordneten Folge, alle Knoten des Graphen, die von S aus erreichbar sind über irgendwelche Pfade. Also, konkretes Beispiel wieder Straßennetz. Nehmen Sie an, Sie haben das Straßennetz der ganzen Welt und nur Straßennetz, also keine Schiffverbindung, keine Flugverbindung. Dann können Sie von Darmstadt-Kantplatz aus sicherlich alles, so ziemlich alles, in Europa, Asien und Afrika erreichen. Ich bin mal vorsichtig, so ziemlich alles. Aber zum Beispiel in den USA können Sie keinen einzigen Punkt erreichen. Das heißt also, wenn ich hier an dieser Stelle das europäische Straßennetz, also das Europa, Asien und Afrika, also nein, das weltweite Straßennetz eingebe, alle Straßen dieser Welt, und ich gebe als Startknoten Kantplatz in Darmstadt ein, dann kriege ich in dieser Sequenz jeden Punkt in Singapur und jeden Punkt in Kapstadt, aber keinen einzigen Punkt in New York City raus. Und irgendwelche anderen Inseln natürlich, nicht andere Inseln, also zusätzlich zu Kontinenten, auch auf Inseln nicht. So, das ist der Output. Und warum das jetzt eine geordnete Sequenz sein soll und nicht einfach eine Menge, das liegt schlicht und einfach daran, dass wir in vielen Anwendungen, dass die Reihenfolge, in der die Knoten herausbekommen, in der wir die Knoten herausbekommen, wichtig ist. Fast sogar die wichtigere Information, als welche Knoten das jetzt tatsächlich sind. Dazu gibt es verschiedene Algorithmen. Die beiden bekanntesten heißen auf Deutsch Tiefensuche und Breitensuche. Die werden wir uns auch angucken. Im Englischen Depth First Search, also immer zuerst in die Tiefe gehen. Breitensuche, Breadth First Search, immer zuerst in die Breite gehen. Das ist eigentlich eine ganz einfache Logik hinter Tiefensuche und Breitensuche. Ja, wir werden das ziemlich kompliziert alles aufblähen, aus guten Gründen, keine Sorge. Aber eigentlich von der Grundlogik her sind die beiden Algorithmen sehr einfach. Stellen Sie sich vor, Sie sind in einem Labyrinth. Ja, Sie kennen diese alten griechischen Mythen mit Kreide. Ja, Sie laufen durch, überall wo Sie waren, machen Sie ein Kreidehäkchen. Und wenn Sie irgendwo hinkommen, wo Sie entweder eine Sackgasse haben oder wo Sie schon Kreidehäkchen sehen, gehen Sie auf denselben Weg wieder zurück und versuchen die nächstbeste Möglichkeit, die Sie noch nicht gesehen haben, weiterzugehen. Ja? So wäre doch eine Möglichkeit, durch ein Labyrinth durchzugehen. War das Theseus und der Minotaurus? Ich glaube. Ist jetzt auch egal. Also falls es das nicht war, habe ich damit meine humanistischen Bildungslücken verraten, weltlesbar, welthörbar. Und damit wir jetzt nicht an rechts und links denken, denken Sie sich an Labyrinth, das wirklich auch auf vielen Etagen mit vielen, vielen Verwinkelungen hoch und runter ist, wo es also kein rechts und kein links mehr in dem engeren Sinne gibt. Also denken Sie dabei nicht an rechts und links, sondern einfach nur
in irgendeiner Reihenfolge von einem Punkt aus alle Möglichkeiten zum Vorwärtsgehen nacheinander zu durchsuchen. Aber immer, wenn sie vorwärts gehen, gleich eins weiter, soweit bis es nicht mehr weitergeht, eins zurück und dann die nächste Möglichkeit geben. Wenn es da nicht weitergeht, wieder zurück. Wenn es da auch keine weitere Möglichkeit mehr gibt, wieder zurück und so weiter. Ist, glaube ich, eine sehr intuitive Sache. Breitensuche, das kann man auch im Labyrinth machen, aber da brauchen Sie mehr Leute. Da brauchen Sie beliebig viele Leute, wenn man so will. Ja, also nehmen wir mal an, Sie sind beliebig viele oder Sie können sich beliebig klonen. Dann können Sie einfach von Ihrem Startnoden, wo Sie ausgesetzt worden sind, können Sie alle gleichzeitig in die verschiedenen Richtungen weitergehen. Also nehmen wir mal an, Sie können sich klonen. Und überall da, wo es jetzt mehrere Möglichkeiten zum Weitergehen geht, klonen Sie sich entsprechend häufig und gehen in diese Richtung weiter. Und wenn zwei von Ihren Klonen an irgendeiner Stelle zusammenkommen, dann werden die wieder zu einem oder was. Weil es ist ja Energieverschwendung oder was weiß ich, wovon das jetzt eine Verschwendung ist, wenn jetzt zwei Leute den gleichen Weg weitergehen. Ja, also es ist vielleicht ein bisschen, strapaziert vielleicht ein bisschen Ihren guten Willen, meinen Gedanken zu folgen, aber ich denke, der wichtige Punkt kommt dabei raus. Ja, das sind die zwei verschiedenen Möglichkeiten, die Grundmöglichkeiten, wie man durch so ein Labyrinth durchkommt. Und Labyrinth steht hier für einen Graphen. Labyrinth ist typischerweise ein ungerichteter Graph, weil Sie ja über jeden Gang in beiden Richtungen gehen können. Aber stellen Sie sich vor, dass da immer eine Schleuse ist, die nur in eine Richtung geht. Dann haben Sie schnurstracks ein Labyrinth. Nee, das ist ein schlechtes Beispiel, weil Sie ja wieder zurückgehen müssen. Okay, also Labyrinth ist nur ein Beispiel für Graphensuche in ungerichteten Graphen. Aber ich denke, dafür anschaulich genug. So, die Bemerkungen sind durchaus nicht unwichtig. Bevor wir zu den Algorithmen kommen, wollen wir diese Bemerkungen durchgehen. Und wie ich sehe, wird dann auch die Zeit zu Ende sein. Also viel mehr werden wir dann nicht mehr schaffen. Aber Sie haben jetzt schon die beiden Algorithmen gesehen. Also so, erst einmal für Graphendurchlauf brauchen Sie sich überhaupt gar keine ungerichteten Graphen ansehen. Ohne Einschränkung können Sie Graphensuche auf gerichteten Graphen betrachten. Denn wenn Sie einen ungerichteten Graphen haben, dann können Sie einfach diese ungerichtete Kante durch die beiden gerichteten Kanten eine Richtung, die andere Richtung ersetzen und dann haben Sie dasselbe. So, ein interessanter Punkt dabei ist, da gehe ich jetzt im Bereich Software Engineering. Es macht durchaus Sinn, das werden wir dann auch sehen, dass man einen solchen Algorithmus, der durch den Graphen durchläuft, als einen Iterator implementiert. Also nicht als einen Algorithmus, den stoßen Sie einmal mit den Eingabedaten an, dann rechnet er eine Zeit lang und gibt einem die Ausgabedaten zurück und ist fertig, sondern ein Iterator, den Sie auf den Startnoten setzen und der gibt Ihnen die durchlaufenden Knoten einen nach dem anderen aus, sodass Sie einen nach dem anderen prozessieren können. Dafür haben wir sogar schon ein Beispiel gesehen, wo das sinnvoll ist, nämlich die bigerichtete Suche bei Dijkstra, nämlich von Startnoten aus vorwärts und vom Zielknoten aus rückwärts, werde ich gleich sagen. Zunächst einmal, auch Dijkstras Algorithmus kann man verstehen als einen Graphendurchlauf-Algorithmus. Jetzt wirklich der echte Dijkstra, der nicht zu einem Zielknoten hinführt, sondern von einem Knoten aus alle anderen besucht. Nämlich der würde dann die Knoten in der Reihenfolge von aufsteigender Distanz vom Startnoten aus durchlaufen. Ja? Wenn Sie sich nochmal an Dijkstra aus der GD2 erinnern, die Knoten werden prozessiert, beendet, endgültig werden die Distanzwerte festgelegt in aufsteigender Reihenfolge dieser Distanzwerte. Das heißt also, wenn Sie Dijkstra laufen lassen und immer mitprotokollieren, jeden Knoten, der prozessiert worden ist, endgültig prozessiert worden ist, dann kriegen Sie die Knoten in einer Reihenfolge aufsteigender Länge. Und wenn Sie das jetzt verknüpfen, Dijkstra ist auch nichts anderes als Graphendurchlauf, und hier Punkt 2, Graphendurchlauf implementieren als einen Iterator, dann kriegen Sie eine elegante Möglichkeit, um aus einem Dijkstra 2 zu machen. Ja, Sie setzen zwei Suchen
auf den Startknoten, auf den Zielknoten, auf den, vom Startknoten aus der eigentliche Graph, vom Zielknoten aus der umgedrehte Graph und lassen abwechselnd den Iterator immer einen Schritt weitergehen. Den einen Iterator, den anderen Iterator, den einen Iterator, den anderen Iterator und haben auf diese Art und Weise nicht die Notwendigkeit gehabt, biegerichtete Suche als eigenen Algorithmus zu implementieren, als von Grund auf neu, sondern sie nehmen sich einfach zwei Iteratoren her und packen die in eine Schleife und fertig. So, ein Hinweis, den wir dann später sehen werden, die üblichen Graphen-Durchlauf-Algorithmen, und damit meine ich natürlich vor allem Tiefensuche und Breitensuche, die liefern noch zusätzlichen Output neben dieser Sequenz. So, der letzte Punkt noch, den hatten wir gerade eben bei Dijkstra, gilt natürlich auch für Tiefensuche, Breitensuche. Oft werden auch diese Algorithmen angewandt, um nicht alle Knoten, alle erreichbaren Knoten zu erreichen, sondern um fertig zu werden, wenn man einen Pfad gefunden hat, vom Startknoten zu einem bestimmten Zielknoten. Und natürlich, wie bei Dijkstra, kann man an dieser Stelle auch eine solche Graphendurchlaufstrategie vorzeitig beenden, so wie man den Knoten gefunden hat. So, damit bin ich an dieser Stelle fertig für heute. Die Zeit ist um. Ich möchte Sie bitten, für vor der nächsten Vorlesung sich dieses Graph Traversal, diese Seite, nochmal genauer anzusehen, denn beim nächsten Mal steigen wir dann in die beiden Algorithmen Tiefensuche und Breitensuche ein als nächstes. Für heute darf ich mich bedanken und würde mich freuen, wenn ich Sie beim nächsten Mal alle wiedersehen würde.